Hallo und herzlich willkommen hier zu The Crew Street View. Und zwar geht's heute weiter mit den nächsten Street View oder Erkundungspunkten. Und leider hat's das letzte Mal einen kleinen Fehler gegeben bei der Aufnahme bei den drei Parts hier. Und dazu muss ich halt jetzt eine kleine Zusammenfassung machen. Ich zeige euch, was alles passiert ist in Street View die letzten paar Male. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht so schade, oder was heißt, ihr verzeiht es ein bisschen, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe es ja in der Story auch schon gemacht, diese Zusammenfassung hier bei diesen Parts hier, habe ich auch schon eine Zusammenfassung gemacht. Jetzt sind es halt nur drei, und die drei fasse ich euch jetzt in knapp 10, 15 Minuten hoffentlich gut zusammen. Fangen wir gleich an. Und zwar mit dem hier. Ja, das ist Street View und wir fahren gleich los. Und zwar ging die erste Strecke hier hoch zum Yellowstone. Wally ist in dem Part nicht mitgefallen, also Checknase, ihr kennt ihn. Leider funktionieren die Parts nicht so ganz, wie ich das haben will. Und deswegen probieren wir das jetzt mal hier mit dem VLC Media Player. So, jetzt muss ich nur noch leise machen. Da kannst du vielleicht besser abspielen. Ja, wir sind dann, ich bin dann zum Yellowstone gefahren. Da seht ihr so langsam, wo die Richtung hingeht. Hier waren wir dann da, Yellowstone National, Nordeingang ist es schon. Ich hab einen Yellowstone übersprungen. Nee, Nordeingang wird schon das erste gewesen sein. Ich glaube, Yellowstone kommt jetzt gleich. Der ist nur ein paar Meter weiter, werdet ihr gleich sehen. Genau, das war auch der Part, wo meine Steuerung nicht mehr funktioniert hat. Es hat einfach nicht funktioniert. Der rechte, also wenn ich den Knüppel, den Cursor rechts gedrückt habe, ging nichts. Oder ging zumindest nicht immer. Hab mir mittlerweile schon einen neuen Controller besorgt. Spieler mit PlayStation, mit DualShock 4 Controllern. Mai, die gehen auch mal kaputt. Passieren. Und ja, hier Bisons auf der Straße. Und das hier, seht ihr hier vorne schon, ist das Yellowstone. Oder der Yellowstone Nationalpark, der größte Vulkan Amerikas. Ein super Vulkan. Es geht gleich weiter zum Old Faithful. Gehört auch zum Yellowstone Nationalpark. Die Geysire entstehen ja durch Lavaströme im Untergrund. Und dann gab es noch genau einen Checkpoint in den Mountain States. Und da fahren wir jetzt gerade hin. Das sind die letzten Bilder, wirklich die allerletzten Bilder, die man hier sieht in den Mountain States. Und ist schon eine coole Grafik, muss man dazu sagen. Klar kommt es nicht ran an so Formate wie Need for Speed oder so, aber also von der Grafik her rede ich jetzt nicht von Storypart und so alles, da ist The Crew unschlagbar, aber ja, wir haben es so langsam eingestellt, dass es jetzt langsam vorbei ist. Hier ist der letzte Punkt. Saint Mary. Riesiges Hotel oder so, was es sein soll. Mit Tippis hier hinten. Sicher geil. Gibt's bestimmt in echt auch. Ja, und dann gingen wir in die Karte. Und dann waren wir durch. Der mittlere Westen kommt jetzt. Aber Mountain States waren wir wirklich komplett fertig. Und ja, dann haben wir uns noch auf den Weg gemacht zu den Black Hills. Und ich will euch eher den Wechsel zeigen. Hier. Man kommt so urplötzlich in den mittleren Westen rein. Hier noch Schnee und auf einmal hier so auf Knopfdruck. Kloing. Auf einmal ist der Schnee weg. Hier sieht man schön die Grenze. Und
Das war's. Mittlerer Westen angesagt. Ja, da sind wir dann noch gefahren bis zum... Bis irgendwann hier der erste, ja, Checkpoint, erste Erkundungspunkt im Mittleren Westen kam. Das war halt Black Hills. Und dann waren wir hier auch schon fertig. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten. Und da war Checknase wieder dabei. Mit seinem Motorrad, mit seiner Kawasaki. Kawasaki und sind ja direkt hier. Wow! Die geiler Kommentar von Wally. sind hier direkt ja, die nächsten abgefahren. Ja, genau, jetzt kommt da gleich die Mega Cool, die Mega Cool. Die seht ihr jetzt gleich. Helikopter nach Dakota Grasslands. Guck mal hier, war ich selbst. Ich glaube, ich auch hier, nicht. Die Mega Cool. Was auch immer sie zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, die gibt's in echt auch. Find the giant. So. Ja, dann ging's weiter zu den nächsten Checkpoints und ihr seht schon, es geht langsam Richtung Chicago rein. Und ja, hier sind wir dann stehen geblieben beim Flughafen in Chicago. Ja, sicher kann man da rein. Chicago Airport. Dann nehme ich wieder meine Indien. Das war dann auch unser letztes Ziel gewesen. Denn wir sind dann noch auf dem Flughafen rumgefahren und haben halt geschaut, wo dieses Flugzeug hier hinfliegt. Okay. Haben entlang überlegt, wo das hinfliegt. Oh Gott. Und irgendwann war es dann auf der Startbahn und ist langsam schneller geworden. Ja, jetzt geht's auf einmal ganz schnell. Ja, hier auch wirklich cool. Ich nicht. Ich bin kaputt gegangen, weil ich nicht. Werde ich nie verstehen. Ja, Part war dann zu Ende und dann kam auch schon der letzte Part, der nicht funktioniert hat. Ja, den gibt's jetzt auch noch hier. Und ja, Chicago war angesagt. Chicago, die nächsten Punkte. Wir haben uns immer wieder gebattelt, Wally und ich. River North! Also. Ja, ging direkt weiter zum Near North Side. Man hat halt wirklich komplett Chicago. Ist man durchgefahren. Komplett Chicago. Old Town. Ja, Chicago dachte ich mir auch. Chicago und Detroit. Detroit war schlimmer. Oder was heißt, viel kann ich ja nicht sagen. Detroit kommt erst noch als Part. Detroit ist jedes Haus. Wirklich jedes Haus zerstört. Es ist echt krank. Also da gibt's so Sehenswürdigkeiten, nur zerstörte Häuser. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter. Hier seht ihr West Loop. Chicago Station wird wahrscheinlich U-Bahn sein oder was es auch immer ist hier. Ich glaube, der Bahnhof ist es nicht, weil der ist ja mitten in der Stadt. Ja, hier war ein Punkt, da ging mein Controller aus. Er ging nicht mehr. Er war leer und mein Auto hat halt dann so beschleunigt. Alleine über den Gehsteig. Ich komm mal zu dir. Hol ich dich
dich ein oder bist du schnell? Ja, das war schon lustig zumindest. Und ja, wir sind weitergefahren zu den nächsten Checkpoints. Wer ist Loop Gate? Gab's hier noch? Der Weg. North Near West Side. Mit hupendem Auto. Pilsen! Nein! Dort, wo das Pils entstand. Nein, Spaß. stimmt natürlich nicht. Ja, das Pils kommt aus Amerika. Waldi sagt's auch schon. Ja, Pils kommt definitiv aus Amerika. Und ja, dann ging's raus aus Chicago. Route 66! Bekannte Straße hier. Die Route 66! Ja, und dann ging's langsam wieder rein nach Chicago. Industriehafen war das nächste Ziel, da sind wir auch hingefahren. Da finde ich jetzt wiederum, es sind schon geile Bilder beim Industriehafen. Ich glaube, es kommt gleich noch ein Checkpoint, da sieht man es noch geiler. Hier. Nämlich Raffinerie. Raffinerie, ich finde diese Bilder richtig geil geworden. Also, es hat schon was. Haben sie geil hinbekommen bei der Crew. Ubisoft. Ja, dann gab es nicht mehr viel zu sehen. Der Part neigte sich schon langsam dem Ende zu. Und der hier jetzt langsam auch schon. Wir sind weitergefahren wieder nach Chicago rein. Und da gab es dann das Museum Campus. Chicago Natural Museum. Der nächste Checkpoint hat dann auch noch gewartet und das war nämlich South Loop. South Loop war, glaube ich, nicht der letzte. Nein, einen gab's noch. Printer's Row. Ja. Und Grand Park. Ja, hier war dann wirklich Schluss. Ist dann jemand oder Ende im Gelände. Grand Park, letzter Punkt gewesen. Oh nein. Und ja, dann haben wir die drei Parts schon wieder kurz und knackig in 15 Minuten. Ja, 13 Minuten waren sie jetzt zusammengefasst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, das nächste Mal geht's dann weiter mit Chicago. Die letzten Punkte. Dann geht's oben. Ich kann jetzt leider die Maus nicht bedienen. Aber hier, wo jetzt gerade der Cursor rumgeht, hier oben, geht's rum, Richtung Detroit dann. Und ja, dann kommt Detroit. Könnt ihr euch nicht verpassen, schaltet einfach wieder ein. Beim nächsten Mal. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Also, danke. Ciao.